Hallöchen und herzlich willkommen zu unserem LS22-RP-Projekt Grow Level Up. Ja, wir sind schon wieder am Ende der Folgen in dieser Woche und ihr seht uns auf jeden Fall wieder live auf Twitch. Nein, das tut sie nicht. Stimmt, es tut mir leid. Das tut sie nicht. Stimmt, es tut mir so leid. Nein, kleiner Spaß. Aber ich glaube, da können wir gleich mal eine kleine Erklärung zu abgeben, oder? Genau, aber lass mich vorher einmal ganz kurz. Ich tanke gerade, muss kurz beim Händler sagen, dass er reparieren soll. Und ach so, dann ja. Sehr gerne, mach das. Mach das. Ja, ja, ja. Deswegen, ich bin gleich ja, ja, sofort mach das. Wieder. Ich warte da. Hier auf dich. Hippidoppi. Hallo? Ja, Raka. Hallo. Hallöchen. Unser Drescher bräuchte mal eine kleine Wartung. Bitte. Dem geht's nicht ganz so gut. Der also der muss einmal getankt werden, aber der, also da muss mal jemand den ein bisschen so streicheln und so, wissen Sie? Also getankt ist er. Ja, gleich. Gleich. Jetzt. So. Ja, und dann muss hier alles mal ein bisschen sauber gepüstelt werden und, also ja, ein bisschen reparieren, bitte. Mhm. Warten Sie schnell. Jo. Bringen wir gleich hin. Kommen Sie bei dem anderen Gerät vorbei? Ja, ich kann es mal ausprobieren. Ja. Vielleicht mal Notfall muss ich das so ein bisschen hier den Anhänger schieben. Ich hoffe, das ist nicht schlimm. Ja, warten Sie mal schnell. Ja. Gehen Sie mal kurz weg. Ja. Okay. Dann fahre ich einmal durch. Leichter. Ja, das stimmt. Dankeschön. Dankeschön. So müsste es, glaube ich, passen für alles, oder? So. Jo. Ich nehme noch 10 in den Hof rein und dann können wir das. Jo. Der macht sehr aber gute Arbeit, der Case. Der war ja letztens erst beim TÜV. Ja, aber der hat sehr viel Arbeit, wissen Sie. Ah, okay. Der hat sehr, sehr gut zu tun. Deswegen, das muss jetzt einfach, ne, da muss er mal hier zur Massage, bisschen Pediküre, Maniküre. Ah, das komplette Wohlfühlprogramm? Ja, ja schon. Es muss zwischendurch mal sein. Jo, dann würde ich sagen, dann brauchen Sie jetzt Sie noch ein Wohlfühlprogramm, weil der Drescher ist fertig. Dankeschön. Aber ein ich habe erst noch bleibt, Arbeit. Achso, aber ein Gerät bleibt bei uns. Das, genau, Sie können, warten Sie, das vorne kriegen Sie direkt, das lege ich Ihnen hier mal so hin, ja? Oh, können Sie das unterm Baum legen, weil ich kann achso, nicht, natürlich. Sonst müsste ich mir extra einen Mähdrescher holen. Ja, kein Problem. Geht das? Jojo. Das ist ja gut. Wunderbar. Bei welchem Baum, der da, wo ich gleich dran vorbeikomme quasi? Ja. Hallo. Das ist alles genauestens bemessen. Kein Problem. Wenn es ist, dann stupsen Sie den Anhänger einfach weg oder warten Sie, hängen den schnell an. War gerade ein bisschen am Aufräumen. Heute geht's rund. Und so, dann störe ich auch noch. Nö, nö, alles. Wo es müsste passen? Es stört niemand. Warten Sie. Ansonsten geben Sie einmal einen Stups lang. Und das passt dann schon. Ach, das passt, das passt. So. Upsa, wow. Ups, so, ja, seht ihr, ein Stupser musste sein. Das macht nichts. Einfach unterm Baum legen. Dankeschön. Okay, gerne. Ich hab zu danken. Jo. Wenn was ist, einfach kommen. Ja, machen wir so. Vielen Dank. Nichts zu danken. Schönen Tag noch. Ihnen auch. Tschüss. Tschüss. Da oben. So. Alles wieder repariert. Baby, bist du wieder fit? Ja. Und der Drescher auch. Der ist doch super. Gut, dann, ja, lass uns den Leuten nochmal erklären, was nächste Woche abgehen wird. Ja, du hast einen Reha-Termin. Oder nicht abgehen wird. Also der Wolfgang ist bei der Reha und der Manus ist im Urlaub. So sieht's aus. Und das bedeutet, die Skadi ist alleine und die Wilma ist auch alleine, aber hat eine Unterstützung. Yes. Und zwar, wer ist bei dir? Der Niklas, ne? Die Brummer-Elfe. Der liebe Niklas kommt dazu, ganz genau. Der hat sich gemeldet und gesagt, komm, ich unterstütze dich. Ja, das ist ein guter Helfer, das kann ich dir gleich sagen. Yes. Glaube ich, ein fitter Mann. Das denke ich auch. Und über was wir aber beratschlagen müssen, ist tatsächlich, welche Perks wir nächste Woche nehmen, weil wir haben einen Gedankengang von einem Zuschauer mal ein bisschen, auch ein bisschen drüber nachgedacht und das war nicht die 10% zu nehmen. Die Ernte von der 42 erst die Woche drauf abzugeben, wenn wir wieder 10% nehmen. Und dafür für dich einen weiteren Hofhelfer für nächste Woche noch mit dazu zu holen. Genau.
Weil wir ja ein bisschen zu tun haben, ne? Also sprich einmal hier das Feld, was gemäht werden muss, plus die Silage, die fertig gemacht werden muss, die Felder, die, um die wir uns dann noch kümmern wollen, plus Stroh, was eingesammelt wird. Also Arbeit ist definitiv genug da, weshalb die Überlegung war, eben, dass ich beim nächsten Mal mit zwei Helfern hier, ja, das alles manage. Genau, wie ist denn dein, Dings? Also ich kann dir kurz sagen, was nächste Woche auf jeden Fall cool wäre, wenn ihr das erledigen würdet. Oder hast du es gerade schon gesagt? Hier das Feld, das Feld hier weiter ernten. Also Gras, die Grasfelder mähen für Silage. Plus hier oben Stroh mit einsammeln. Plus die Grasfelder, wenn sie fertig sind, müssen sie auch noch gedüngt werden. Wo einsammeln? Wo? Ach ja, stimmt, das fällt weg. Hast recht. Haben wir gerade übersprochen. Hier haben wir kein Stroh. Ja, genau. Da war was. Plus Düngen, Pflanzenschutz. Also Pflanzenschutz auf den angesäten Flächen 75. Auf der angesäten Fläche 75, genau, da müsste Pflanzenschutz und Flüssigdünger drauf und auf alle Grasfelder, die wir neu erstellt haben, quasi 57, 61, 10, 38 und 27 müsste komplett auch einmal Flüssigdünger drüber. Genau. Da wäre jetzt die Frage, wäre dir damit geholfen, einen Helfer zu engagieren, einen dritten? Ich sag mal so, nächste Woche, du wirst nächste Woche nicht mehr Punkte machen wie das von der 42. Ja, das stimmt. Weiß ich, warum der hier immer anhält. Das ist nämlich der Fall. Genau. Also natürlich, wenn wir hier noch weiter, das hier können wir natürlich noch weiter mähen. Sprich, es ist das einzige Feld, womit wir Punkte machen können, aber wir können ja auch mähen, oder mähen sage ich die ganze Zeit, ernten. Aber wir müssen ja nicht direkt sagen, dass wir es abgeben. Sprich, wir sammeln und geben dann in der nächsten Woche, sagen wir dann Bescheid, hier, das haben wir geerntet, dafür möchten wir jetzt bitte die Punkte, wo dann die 10% wieder drauffallen können. Oh, die 35 braucht auch Pflanzenschutz und die ist kurz vor Ende reif, sehe ich gerade. Okay. Ein bisschen Herbizid ist aber noch in dem Dings drin. Also die 35 müsste dann definitiv als erstes mit Pflanzenschutz gemacht werden nächste Woche. Nee, stopp. Doch, ist richtig so. Also ich glaube, ein dritter Helfer wäre schon ratsam. Yes. Nee, ich bin auch für den dritten Helfer. Sind wir ganz ehrlich, kommt ihr wirklich in den Luxus, dass ihr nichts mehr groß zu tun habt, habt ihr immer noch Quests. Das kommt auch noch dazu, natürlich. Und deswegen nimmt den dritten Helfer, ja, glaube ich. Absolut. Also, ich bin da auch für. Machen wir dritten Helfer und... Ja. Göweil, stationäre Presse. Genau. Geht der oben wieder in die Halle rein? Ja. Ja, gut. Genau, und die Ballen muss ja auch jemand aus der Maschine holen. Das kommt ja auch noch dazu, ne? Das da auch, auf jeden Fall. Deswegen, wenn da dann notfalls einer bleibt, um das da zu managen, weil das hat ja auch jedes Mal Zeit gekostet, ne? Ja, aber da sage ich dir ehrlich, wie es ist. Stellt euch da einen zweiten Traktor hin. Ja, klar, Frontlader und dann einfach immer wieder wegsammeln. Derjenige, der einkippt, der dort reinkippt, holt die Dinger schnell dort raus und fertig ist. Ja. Weil sonst, wie willst du, also einen nur dorthin stellen, um zu warten, würde ich nicht machen. Nein, nur wenn da gerade nichts zu tun ist. Also und nur dann würde ich da jemanden abstellen. Ne? Ansonsten auf gar keinen Fall. Und denkt dran, auch wenn ihr jetzt mit Dings gerade, ich meine, ihr habt nur drei Grasfelder, so viel ist es nicht. Ihr habt einen großen Ladewagen. Und denkt dran, falls einer, ihr könnt auch zwei zum Sammeln einsetzen. Wir haben ja zwei Ladewagen. Ja, auf jeden Fall. Ja. Du musst gar die nächste Woche das. Also du bist die Chefin, ey, nächste Woche. Und soll ich dir was sagen? Ha? Ich guck, wie mein Internet ist. Nein. Du hast da kein Internet. Ich sag irgendwie mal, soll dein Handy, dein Laptop alles ins Wasser werfen, gell? Ich wäre schön am Pool liegen und werde den Chat voll spammen. Lass meinen Chat einfach aus. Tut mir leid. Wird ignoriert. Komplett. Ich lese ihn einfach nicht. Na gut. Kriegst du hin, Skadi. So. I believe in you. Und natürlich auch an meine Zuschauer, Leute, wenn ihr Crow nächste Woche live sehen wollt und zwar das Team Spicy Chickens beobachten, dann bitte nächste Woche einmal bei Skadi vorbeischauen bei Twitch.
dort seht ihr dann die Spicy Chickens sozusagen. Und ja. Und die Woche drauf. Ach so! Stopp! Das wäre gar nicht jetzt in nächste Woche, oder? Ihr setzt doch eine Woche aus, oder bin ich jetzt blöd? Ich glaube, der letzte Stand war am 8.7. 8.7., ne? Kommt, genau, 8.7. kommt Niklas. Ja, okay, also nicht jetzt, wenn ihr die Folge seht, nicht morgen den Montag, nicht der 1.7., sondern der 8.7., da geht es weiter. 1.7. fällt aus. 8.7. Ist der nächste Livestream, genau. Nach dem Mähen muss ja auch einer schwaden. Achso, das kommt auch noch dazu. Ihr könnt natürlich den Schwader einsetzen, weil ihr habt Front- und Heckmähwerk. Und das heißt, ihr müsst den sogar schwaden. Schwader, ja, stimmt. Stimmt, oh ja, richtig gut. Ja, ja. Also ihr müsstet sogar schwaden. Ja. Bin jetzt schon fertig mit der 75. Also die Avatar mit dem 1050 ist Endgegner. Direktsaat, Düngefunktion, 12 Meter Arbeitsbreite. Fendt sagt einfach, gib mir einen Berg, ich fahr hoch. Ja. So, aber gut, Wilmi. Jawolle. Zurück zum Reha-Termin. Ja. Wünschst du mir Glück? Natürlich, Wolle, du schaffst das. Aber du musst auch das Sportprogramm voll mitnehmen. Ja, ich hoffe ja, dass die geile Gisela wieder da ist. Ach, die wieder. Nee, das Sportprogramm meine ich nicht, sondern das, was dir die Ärzte dort sagen. Die hat immer mit mir hier im Pool, hat die immer mit mir Sport gemacht. Ja, Wassererobik, ich weiß. Ja, genau, Wassererotik hat die immer mit mir gemacht. Das war immer gut. Die geile Gisela haben wir die immer genannt. Ja. Ja. Oder vielleicht ist auch die wilde Hilde da. Aber beide haben dir ihre Nummern nicht gegeben. Du hast gesagt, die Nummern waren beide komischerweise nicht richtig. Die müssten Zahlendreher gehabt haben. Warst du der Meinung? Beide. Da habe ich wieder gezittert beim Aufschreiben wahrscheinlich. Ja, keine Ahnung. Ja, das kann natürlich wieder so sein. Ja. Naja, schauen wir mal. Soll ich dir sagen, was die geile Gisela mit mir immer gemacht hat? Ich weiß nicht, ob ich das wissen will. Die hat mit mir immer mit der Poolnudel hat die immer trainiert. Kennst du die Poolnudeln? Ja, hat sie dich damit verhauen? Ja. Die hat immer mit meiner Poolnudel hat die immer wilde Sachen. Ja, na gut, lass mir das lieber. Du weißt, was ich meine. Ja, natürlich. Die Wasser-Poolnudel, wo du dich dran festhalten kannst, damit du nicht untergehst. Richtig. Naja, die Poolnudel halt. So, pass auf, ich habe jetzt das Feld schon fertig und ich glaube, ich schaffe es noch, das Stroh einzusammeln. Sehr gut. Jetzt würde ich, oh, die mit ihrem scheiß Zaun hier, die gehen mir so auf den Sack mit ihrer blöden Mauer, was sie da hingesetzt haben. Naja, wir wollten auch gerne welche haben, weil unsere Felder ständig kaputt gefahren werden. Aber die haben das schon richtig hart an die Feldgrenze geballert. Und ich sag dir, wie es ist, die haben auch einen Teil von unserem Feld weggemacht damit, ne? Ja? Ich glaube schon, also so wie das jetzt hier aussieht, oder? Ja, doch schon. Ja, doch. Hm. So genau habe ich mir das noch gar nicht angeguckt. Weißt du, was mir aufgefallen ist? Was denn? Die Seiten, also nur mal so eine Theorie, Wilma. Ich will da jetzt auch keine Unruhe stiften. Ja. Aber die Seitenstecher haben weniger Punkte wie wir. Ja. Und haben später angefangen, in Felder zu investieren. Ja, weiß ich nicht. Ja doch, die haben am Anfang Maschinen geholt. Okay. Wir haben 4 Felder, die über 1 Hektar groß sind. Kann sein. Also man hat ja immer diese kleinen 1-Hektar-Felder, ne? Ja. Was man den Baum freischalten muss. Und dann kommt man ja zu diesen Feldkategorie 2, da hast du ja Felder bis 3 Hektar und dann hast du ja Felder Open Ends in der Kategorie 3. Und wir haben zweimal Kategorie 2 und zweimal Kategorie 3. Ja. Das heißt, 2 Felder bis 3 Hektar und 2 Felder über 3 Hektar. Ja. Nee, wir haben sogar nur 1 Feld über 3 Hektar. Ja, die 42, glaube ich nur, ne? Ja. Also haben wir, warte mal kurz, ich gucke jetzt mal. Oder warte mal. Warte mal, ich gucke. Die 75, ist die nicht auch noch größer? Warte mal, ich muss jetzt selber mal reingucken. Felder, wir haben... Ich dachte gerade mit 2 über 3 Hektar, die 75? Nee, ist 2,9. Also okay. Pass auf, laut Level haben wir 3 Felder... über 1 Hektar.
Ja. Wie ist es möglich, und da habe ich wirklich lange hin und her überlegt, dass die Seitenstecher 1, 2 Felder über 3 Hektar haben und 1, ist was noch? Eins, zwei, das ist eigentlich witzig, pass auf, die Seitenstecher haben 3 Felder über ein, also 1 bis 3 Hektar und 2 Felder Kategorie 3. Wie geht das? Das ist, in meinen Augen ist es nicht möglich. Weil da müssten die bei 3 Felderbäumen... Ja gut, wir wissen aber nicht, wie die, die Talentbaumleiste vielleicht da auch weitergegangen sind, wo wir nicht durchgegangen sind, ob die sich vielleicht anders aufgeteilt haben. Weißt du, wie ich meine? Ja, aber die müssten ja dreimal einen Felderbaum bis ganz runter gemacht haben. Und pass auf, jetzt kommt ja noch eins dazu. Nur wenn sie alle gleich aussehen, das wissen wir ja nicht. Ja, sind sie. Wie sind sie? Wieso sollen die sonst aussehen? Naja, vielleicht sind bei manchen halt schon, ich sag jetzt mal, nach 2 Punkten schon Kategorie 3, weißt du? Die wir noch nicht aufgedeckt haben, dass die halt anders aufgeteilt sind als die Wege, die wir lang gegangen sind. Mach mal Strich bei Stroh, bitte. Aber pass auf. Jetzt bei 8? Ja. Pass auf. Ja. Ich wollte sagen, du hast noch nicht weiter abgegeben. Weil dann hast du jetzt 8 Striche. Ich gebe jetzt ab. Dann hast du 8 Striche Stroh. Ja, und jetzt pass aber auf. Um diese großen Felder zu erreichen, musst du ja 1 Hektar Felder holen vorher. Geht ja gar nicht anders. Auf den Talentbaumwegen, die wir gewählt haben, ja. Aber wie gesagt, ich weiß ja nicht, ob die wirklich alle gleich sind. Ja, aber Wilma, wir sind in 3 Bäumen von 4 nach unten gegangen und es waren immer bis runter 1 Hektar Felder. Also das mittendrin, glaube ich nicht. Also wir gehen jetzt einfach mal davon aus, ne? Ja. Das heißt, die müssen ja auch die die haben nochmal, um es festzuhalten, 5 Felder über 1 Hektar. Wir haben 3 Felder über 1 Hektar. Ja. Und die haben aber in der Gesamtmasse weniger Felder wie wir. Das heißt, die haben weniger... Dass sie an die über 3 Hektar Felder kommen können, meinst du, ne? Sie können in meinen Augen keine 5 Felder haben über 1 Hektar. Wie soll das gehen? Weil sie haben insgesamt weniger Felder und das heißt, sie haben weniger Punkte in Felder gesteckt. Und wieso haben die 2 Felder, 2 große Felder mehr wie wir? Wie soll das gehen? Das kann ich dir nicht beantworten. Wollen wir das mal in der Hohen Kammer ansprechen? Weil ich sag dir, wie es ist, ich finde das schon spannend. Also um Gottes Willen, ich will jetzt nicht sagen, dass es nicht vielleicht seine Richtigkeit alles hat. Aber ich habe hin und her und ich mir ist das letztens, weil die sich Feld 9 jetzt noch geholt haben, was wir ja wollten, Wilma. Ja. Und da kam mir die Frage, Moment, wie geht das? Weil die haben sich unten die großen Felder geholt, 2 Stück und noch Feld 9. Wie geht das? Ja, wie gesagt, meine einzige Vermutung ist, dass die Talentbaumäste vielleicht doch Unterschiede haben. Dass wir halt einfach die blöden Wege genommen haben und ein Weg vielleicht doch einfacher ist, desto schneller an die über 3 Hektar rankommst, weißt du? Ein Weg wirklich so ist, das den wir nicht genommen haben. Ja, dass Landfläche nicht Feldfläche ist, das wissen wir übrigens. Und ich meine jetzt auch Feldfläche, ich meine nicht die Landfläche. Und die haben ein Feld Kategorie 1 Punkt, die haben ein großes Feld Kategorie 1 Punkt bekommen. Als Ausgleich, oh wow. Spalte 2 und Spalte 3 haben die gelevelt. Ja, und vielleicht ist da halt ein Weg bei,
Wir haben auch Spalte 2 gelevelt. Na gut, aber 3 nicht, ne? Also ich finde das schon mal, also ich sag dir ehrlich, wie es ist, ich finde es schon mal absolut wild und total kacke. Und da will ich jetzt nicht rumheulen. Da brauche ich auch keiner beschweren, aber dass man für eine Kategorie 1 Punkte ein größeres Feld bekommt für einen, wegen einen irgendeinen scheiß Ausgleich. Ich weiß nicht mal, wofür das der Ausgleich war. Der Ausgleich war dafür, dass wir das Feld gekriegt haben, was sie eigentlich wollten und was und sie nicht kaufen. Ja, ja, genau. Wegen Landfläche und Dings, ja. Also das ist doof gelaufen, ohne Frage, aber das ist ja ein Ausgleich, den sie bekommen haben, der für das gesamte Projekt von Vorteil ist. Und nicht ein einmaliger Ausgleich, das ist ja ein Ausgleich, der für das gesamte Projekt von Vorteil ist. Aber ist das so ein großes Feld, dass es da schlimm ist? Weiß nicht, wie groß es ist, aber sie haben... Gut, erstmal, wenn es jetzt nur 2 Hektar sind, also, ne, du weißt, nur? Super kleine Zahl. Nein, nicht 2, 0, also 2 Hektar, ja, wäre krass. Nein, 0,02, 0,2, dann ist ja, weiß ich nicht, ob das so schlimm jetzt ist. Weißt du, wie ich meine? Ja, aber ich glaube nicht, dass sie nur 1,2 Hektar gekriegt haben. Das weiß ich halt nicht. Das weiß ich auch nicht. 0,5 waren es. Also 1,5 Hektar haben sie gekriegt. Ja, das finde ich schon. Also das finde ich. Also ein 1,5 Hektar für einen Kategorie 1 Punkt ist, finde ich. Das ist ein absolut geisteskranker, dauerhafter Vorteil. Und es ist ein dauerhafter Vorteil. Ja, natürlich. Aber er ist jetzt halt so Wolle und ich glaube, das wird am Ende nicht. Ja, weiß nicht, dass es da daran scheitert, weißt du? An dem einfällt. Weißt du, das wäre schon krass, das, wenn das aber ist. Aber weißt du, wie viele Punkte das sind, auf das Gesamt betrachtet? Wenn du immer 0,5 Hektar, guck mal, wir hatten vorhin ja. Davon, ein Hektar bringt dir 5.700 Hirse. So, ja. Das heißt, 2.700 Hirse. Das heißt, jedes Mal, wenn dieses Feld endereif ist, generierst du 2.700, wenn du jetzt nur mal auf Hirse gehst, mehr. Von Silage ja. Wollen wir ja gar nicht reden. Silage ist ja, also gerade Gras, weißt du ja selber, isotropisch. Ja. So. Das ist, soweit ich weiß, Striker geregelt worden. Und gerade Silage, glaube ich, das, weißt du, wie das knallt, wenn du immer einen halben Hektar mehr Silage hast? Ja, schon. Und vor allen Dingen, sie durften sich darauf auch die Feldfrucht aussuchen. Sie haben nicht nur einen halben Hektar mehr bekommen, sie durften sich auch aussuchen, was für eine Frucht draufkommt. Ja, wow. Dafür hätte ich aber auch mal ganz kurz, wäre ich aber auch mal ganz kurz im Nachteil gewesen, du Wilmi. Ja gut, vielleicht sind wir es irgendwann Wilma, mal. Ja bitte? 32.800 Liter Gras pro Hektar. Das sind 16.400 Liter mit alle 3 Monate Gras, was sie dort mehr bekommen, wie sie eigentlich hätten bekommen sollen. Ja, das ist schon ein bisschen. Ich glaube, das ist dann doch nicht so wenig. Ja, schon. Oh, kann ich nicht abstreiten, das ist schon ordentlich. Dieser ist eine Vermutung, Striker. Ich bin der Meinung, dass das bereits geklärt ist. Mag mich irren, aber ich glaube schon. Wenn ich das am Rand so mal mitbekomme, ich krieg ja auch so nicht mit, was bei anderen ist. Ne? Deswegen auch sowas, was hier mit dem Feld jetzt, ich krieg's nicht mit. Weil ich einfach wirklich nur hier, was weiß ich, Chickens, alles andere ist mir wirklich, ne, egal. Naja, gut, was soll es uns am Ende bringen, ne? Ich glaube nicht, dass da noch was geändert wird. Es ist jetzt, wie es ist. Ich glaube, da müssen wir einfach das Beste draus machen und halt, ja, noch mehr reinschwitzen, weißt du? Ja. Ich glaube nicht, dass sich da was machen lässt. Also das, Vermutung. Aber das Argument, dass da jetzt eine Halle steht, finde ich, ist kein Argument, weil wir mussten unser Feld auch bebauen. Es mussten alle ihre Felder bebauen. Also diese Einbuße hat jeder gehabt. Wilma? Ja? Hast du schon mal Hirse abgegeben? Einmal. Ich würde das jetzt alles gleich reinholen, ich würde das jetzt alles abgeben und vielleicht das Gras noch, das Stroh noch mit dazu. Dass ihr nächste Woche vielleicht so schnell wie möglich an das große Sammasch kommt. Ja. Also wäre auch mein Tipp, jedes Mal, wenn du einen vollen Kontakt hast, direkt dir immer die Punkte geben zu lassen.
dass sobald du Level 24 bist, dir die große Grastechnik holen kannst. Ich wollte gar keine Punkte. Wollte ich mit dir zusammen machen? Ja, aber du kannst doch die große Grastechnik holen. Also, dass ich da den letzten Punkt in die Grastechnik setze, wenn wir Level machen? Pflege 3, ja. Okay. Und dann holst du das Heckmähwerk von Samasch, das Frontmähwerk haben wir schon. Ja. Und dann kriegst du noch einen, müsstest du eigentlich noch einen Ladewagen kriegen, unbegrenzte ja. Kapazität, da können wir uns ja noch mal unterhalten, welchen wir da nehmen. Ja. Und dann müsstest du theoretisch auch noch den größten Schwader nehmen können, den es gibt. Aber okay. Ich würde sagen, da unterhalten wir uns einfach noch mal. Schreib's dir ja. Einfach auf und... Ja. Wir haben jetzt, ich habe noch einmal voll mit Stroh, das sind dann 9, oder? Ja. Weil bei 26.000 mal 9 sind 234, kann das sein? Weiß ich gerade nicht. Ich glaube 234.000 Stroh, oder? Oh, das war echt nicht wenig. Ich fahre jetzt zum zweiten Mal runter, Hirse wegbringen. Willst du das dann gleich mit abrechnen lassen? 234.000 Liter. Ja, wie viel Liter hast du? 2 mal 10.570. Okay, passt. Gut, ich gehe runter. Okay. Und streiche ich das auf meiner Liste? Wird abgegeben. Ja, das wäre natürlich nice, wenn wir heute noch... Ich kann es ja tatsächlich nicht erkennen, ihr Lieben, weil es so klein bei mir auf dem Bildschirm ist. Wie viele Punkte fehlen uns für Level 24? Wir wissen nicht, wo der Striegel versteckt ist. Wo wir den bekommen können. Ich glaube, den haben wir so noch nirgends gesehen, wo sich der versteckt. Wäre halt nur was, wo wir sagen können, den können wir uns wieder so mitmieten. Aber jetzt nächstes Mal ist halt auf jeden Fall die Göwal-Anlage dran für die Silage. Dann vielleicht irgendwann Striegel, ja. 14.000 circa. Die Punkte, die uns fehlen. Boah, schwierig. Bin mir nicht sicher, ob wir... Ich glaube nicht, dass wir heute noch 14.000 Punkte machen. Das könnte sein, Mirko. Das könnte wirklich sein, ne? Stimmt. 13.541, dankeschön. Nicht, dass wir so viele Punkte hiermit jetzt noch machen. Wie viel haben wir? Die Folge ist fast rum. Also, dass wir jetzt noch... Ich habe gerade so überlegt, vielleicht noch mal hier 10.570, aber das schaffen wir nicht. Äpfel hatten wir ja schon weggebracht, ne? Da, ich weiß nicht, wie viele da jetzt sind, aber vielleicht, dass die Folge jetzt auch gleich am Ende ist, werden wir es auch nicht schaffen, noch mal davon was wegzubringen. Wird spannend nächste Woche, ne? Also übernächste, 8.7. Aber ich glaube, es ist gut, wirklich mit beiden Helfern. Ich. Oh. Oh Gott, was für ein Glück, was für eine Erleichterung. Dann soll er doch die Sachen bitte nochmal schnell selber bestellen. Oh, nice. Okay, damit ist das schon mal weg. Nice, voll gut. Das ist richtig gut. Heftig. Jawohl, Wilma! Ja, sag sofort Bescheid, was wir haben wollen. Dann muss ich das nicht mehr machen. Ich kläre es noch schnell. Ja, ich kläre es noch schnell. Ich kläre es noch schnell. Danke. Wilma, wir haben noch den Punkt gekriegt. Leck mich am Arsch. Ey, war das gut. Wilma. 2 Level heute schon wieder. Und woran lag das? Am Stroh. Ich möchte dich nur noch mal dran erinnern. Es lag am fucking Stroh, Wilmi. Das stimmt wohl. Ja. Scheiß die Wand an. Ja. Beeil dich bitte einmal dazu sagen, das, was wir haben wollen. Bitte. Ja, warte. Ich komme auch gern mit zum Händler. Ja, komm mal mit. Ja. Obermeier. Pox macht Tino, glaube ich. Guten Tag. Wir hätten noch eine schnelle Bestellung, bevor das hier zu Ende ist. Eine schnelle Bestellung. Und zwar haben wir Grünlandpflege 3 gerade freigeschaltet. Ja.
Wir hätten gerne jetzt passend zu dem Sammarsch-Frontbewerk, was wir schon haben, das Schmetterlings-Heckbewerk. Ganz kurz, Wolle, hast du die Perks schon ausgewählt? Ja, ne? Nein, mach du das bitte. Okay. Also Hofhelfer und einmal Laien und einmal Laien. Also Hofhelfer. Laien ist besser als brauchen. Und man kann nie genug ausleihen. Nee, wir 25 sind wir noch nicht. Ja, genau. Also Hofhelfer und Laien ist besser als brauchen. Ja, habe ich. Genau. Guck mal bitte bei Grünlandpflege 3, was wir dort bekommen im FAQ. FAQ. Haben Sie das, Sammarsch? Ja. Gab es da Optionen mit irgendwas konfigurieren? Nein. Grünlandpflege 3, Wender, Schwader ab 10 Meter Schmetterling. Kategorie 3, Grünlandpflege. Ja, und was Kategorie ist jetzt 3. mit dem Ladewagen? Der ist da nicht erwähnt. Da ist nur Kategorie 3, Wender, Schwader ab 10 Meter Schmetterling. Dann nehmen wir das. Das ist das Einzige, was bei Kategorie 3 steht. Dann nehmen wir das. Moment. Da steht, statt einer Ballenpresse kann ein Ladewagen beliebiger Größe gewählt werden. Ah, dann haben wir es noch nicht aktualisiert. Dann nehmen wir die Glasliner, Schwader, Glasliner 4900 Business. Schwader. Schwader? Mhm. Danke euch, ne? So erleichtert, dass wir das jetzt noch haben. Weil ihr die Bestellung noch rausgeben kann. 4900 Business. Den nehmen wir? Ja. Ist da. So, und dann sind wir nächste Woche. Zwei. Also dann nehmen wir bei Ladewagen. Wolle und dann noch Hofhelfer. Ne? Dann rocken wir mal hier so richtig rein. Den Pöttinger Jumbo. Genau, auch die größten Sachen davon. So haben sie es vorhin, glaube ich, gesagt. Ne? Das kann sein, dass es bei mir gerade nicht aktuell war, das Ganze. Ja. Das Ganze noch nicht aktualisiert. Warten Sie mal kurz. Ja. Also ich würde den nur ganz kurz, ich würde den nehmen, weil der Zweiachser ist und sich einfacher handeln lässt. Mhm. Würde ich auch sagen. Bei der Bergmann ist zwar 2 Kubik mehr, aber sind wir ehrlich, der Staubler ist 2 Kubik mehr, aber ja, ich glaube, mit den drei, der ist einfach riesig und der ist, glaube ich, sehr viel einfacher zu handeln mit 2 Achsen. Ja, mit Siliermitteltank, ne? Mit Pickup. Jo, jo. Abdeckung brauchen wir nicht, oder? Nein. Siliermitteltank und Pickup, logischerweise. Gut, einfach, dass wir jetzt noch selber gemacht haben. Was war's noch, Wilmi? Warte, muss ich. Was können wir noch auswählen? Wender. Hast du, oder? Wender brauchen wir nicht. Das erstmal nicht. Erstmal, ne? Ja gut, das steht ja dann immer noch frei. Können Sie immer noch auswählen. Steht das gar nicht da mit dem Ladewagen, aber wenn Sie das sagen, ist gut. Können Sie uns noch mal kurz sagen, was das bedeutet, Kategorie 3? Wender, Schwader ab 10 Metern, Schmetterlingsmähwerk und Ladewagen offene Klasse. Wenn Sie auf die Grünlandpflege gehen, dann müsste als kleiner Text dabei stehen. Ein Set aus Wender, Ballenpresse, Schwader. Also bei mir steht es zumindest. Ja, er hat ein Set Wender, Ballenpresse, Schwader, Kategorie 3. Statt einer Ballenpresse kann ein... Ach, statt einer Ballenpresse kann ein Richtig. Ladewagen beliebiger Größe gewählt werden. Richtig. Okay, da wir keine Ballenpresse haben, nehmen wir den Ladewagen, genau. Deswegen habe ich das gesagt. Und Siliermittel also, hast du auch schon mit dabei, ne? Siliermittel müsstest du dann auffüllen, das stellt dir eher der Herr zur Verfügung. Ja, ja, ja. Ja, der steht da. Aber nur einmal. Ja. Nur einmal und dann? Ja, nur einmal beladen und dann wieder reinladen, nicht. Da sind sie ja selber drauf gekommen. Was? Das Gras nur einmal einladen mit CD. Achso, ja, jetzt habe ich auch verstanden. Das hat mir die. Ja. nee, haben Sie Siliermittel am Händler? Geht bei mir am Händler, ja.
okay. Gut, dann war es das, glaube ich, Wilmi, oder? Passt das? Ich glaube, ja. Ich glaube, dann können wir Päuschen machen. Okidoki, dann machen Päuschen. Dann machen wir ein Päuschen. So, ihr Lieben, dementsprechend sind wir für heute durch. Wir hoffen, es hat euch wieder gefallen. Ja, alle Infos bezüglich des nächsten Streams habt ihr ja schon bekommen. Ich bin sehr gespannt. Ich freue mich auf euch. Ja, und dementsprechend, Tino, dir auf jeden Fall einen wundervollen Urlaub. Ich versuche, dich zusammen mit Agra, Martin und Niklas bestens zu vertreten. Du kriegst das hin, ich bin mir so sicher. Okay. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Easy. Ja, und dann würde ich mal sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüssi. Tschüss.